Ja, hallo Leute da draußen, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft InterSea und mit mir heute wieder am Start unser Banause. Hallo Banause. Hallo. So, ich versuche jetzt mal den Pilz groß zu kriegen. Was ich wahrscheinlich nicht schaffen werde. Nee. Also, hast du noch genug Platz nach oben? Ja, nach oben schon, aber nach der Seite wahrscheinlich nicht. Der wird ja auch was breiter, ne? Ja, schon. Toll, wie kriege ich das denn jetzt? Isse und Interpoler gibt Pulsaring Iron. Okay. Isse und Interpoler. Also muss ich die Eisschmelze anstatt. Wie viel Millibar gibt denn so Interpoler? Weißt du das zufällig? Eine 100. gute Frage. 200. Ach, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich den Scheiß nicht groß hier. Wenn ich den Hebel ausschalte, pumpt es nicht mehr automatisch ab, gell? Das ist richtig. Wird doch alles richtig. Naja, mal. Wie ist es denn so? Das ist. Ein bisschen. Ach, das tut mir auf. Ja, und der reißt schon wieder bei mir. Bisschen Lava. Kein Lava mehr da. Doch. So, Da Room ist of doch. Spring. Ich. Was war das jetzt? Purple, Lime und Green. Lime, Green. Purple, Purple. So, ich brauche nur einen von jedem. So, die Root brauche ich und die Rune. Und natürlich ein Seed. So, Jaded Amaranthus ist nämlich super cool, weil die spawnt Blumen. Nur mal so nebenbei. Okay. Was klappt mit deinem Pilz? Ne. Weiß ich Hätte noch ein nicht. bisschen Bodenmehl da. Weiß leider nicht, wie groß das sein muss für so einen Pilz. Eine Fläche. Wo ist denn der Tag rum? Hinten durch. Achso, nicht neben der Wassermühle, ich Trottel. Da. Ja gut, da Ja. gucken wir sie jetzt nicht mehr. Ich habe das schon ausgeleuchtet, weil da die ganzen Sachen gespawnt sind, aber wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr, wie groß Oh, hi. so ein Pilz sein muss. Und war da wieder was drin? Witch. Glaub fast, dass der noch ein bisschen. So. So, wie sieht es das gibt? Einfacher, okay. So. Sollte Mal man kurz ja erstmal meine eigentlich Wasserquelle da gleich. hinmachen. Hallo, gibst du mir den Barer bitte? Danke. Hallo, Barer da.
So. Wenn du unten bei Botania mal Mana überhörst, dann sag Bescheid. Ne, natürlich reicht einer nicht. Ah. Zwei von den Kristallen. Warum sollt ihr auch reichen, mein Jo? Komm ja auf sowas. So viel Scheiße mit mir. Das gibt's gar nicht. Kommen wir da fast vor wie ein Virus jetzt. Ja, Inventar voll. Ja, ja. Grundsätzlich. Aus Überzeugung. Genau. Jetzt springt der Arsch wieder oben rum. Ja, ja. Automatisch abpumpen. So, das. Ja. Das und jenes. Geht sich in den nächsten. Da Gold zu. Okay. Zwei. Da wäre noch sehr gut. So, das haben wir jetzt auch. Jetzt habe ich 8 Endo Flames da stehen, also sollte jetzt vielleicht noch reichen. Und Nether Quartz wären auch dahin gewesen. So, jetzt kann ich den Rune of Air eigentlich mal hier herstellen. Was ist denn los hier? Rune of Air. Wo ist er denn? Ja. Carpet. Wo ist mein Teppich? Warte, ich würde sagen, ich habe meinen Teppich verlegt. Ich lade schnell das Ace ab, weil die Elender Falle viel länger braucht. So, ein Mana-Stiel. Das. Rune of Air ist schon in Mache. Sehr gut. Yeah.
So, Pommes, jetzt du nicht raus, bitte. Ich hab's doch gerade auch eingestellt gebracht. Wenn der heißt auch hier rum. Wenn er so weitermacht, nicht mehr lang. Ja, hast du jetzt mit dem Pilz hingekriegt? Nee, ich habe jetzt wahrscheinlich auch nicht genug Bombe gehabt oder wie auch immer, keine Ahnung. Silizium, Redstone. Silizium. Hm. Ich sollte vom Platz hier eigentlich reichen. Also, so groß sind die Pilze. Ich habe extra den Platz sogar noch größer gemacht. Ja, ich sag ja eigentlich. Also, ich habe bloß 8 Bowmail gehabt. Ja, ich guck nochmal. Wir haben ja noch 2 Stacks hier. Ja, sein hier. Ich glaube, wir müssen aber Pilze geben hier. Controller, komm. Was soll ich? Das ist ein Tisch. Jawohl. Ja. Hier habe ich auch mal Donner, die Farming Station. Weintraube kann theoretisch eigentlich relativ egal. Zombie. So, mit den Pilzen gibt mir richtig auf Eier, ne? Gibt's gar nicht. Ja, nimm doch einfach den braunen und fertig. Also das kann sein, wir brauchen wahrscheinlich noch mehr, wenn es dumm läuft, gell? Ja, das ist es. Versteh's nicht. Ich weiß, dass Pilze wachsen, wenn es dunkel ist. Das weiß ich. Aber irgendwie hier nicht. Na, aber auf Mizell wachsen sie doch eigentlich auch so. Ja, da müssten sie eigentlich sogar so wachsen, das ist richtig. Weil draußen, sag mal, wenn im Pilzbiom wachsen sie ja auch so. Ja, genau, da meine ich ja. Auf Mycelium wachsen Pilze immer. Egal in welche Dunkelheit oder sonst irgendwas. Mycelium, die müssten ja eigentlich immer wachsen. Das ist vollkommen Latte. Aber es tut's ja hier nicht. Warum, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob man Pilze irgendwie mit ihrem Fertilizer wachsen lassen kann, aber ich glaube nicht. Hast du irgendwo einen Zombie-Kopf? Was ist denn, wenn man Bone Meal auf Mycelium benutzt? Weißt du, was dann passiert? Nee. Will ich mal ausprobieren. Was hab ich? Ah, da ist noch ein Zombie-Kopf. Das habe ich noch nie ausprobiert, ob das überhaupt geht. Da geht er dir. Base, du bist mir immer noch im Sack. Ne, Mycelium kannst du bei mir gar nicht benutzen. Okay. Was gibt denn alles für einen Fertilizer? Man gibt ja nur noch den von. Ja, nur noch den von Forestry, okay. Nein, Mann, alles klar. Wo war der Enderman? Bei dem Dingens mit Mycelium. Schwartet den erstmal direkt weg. Ja, ich brauche Enderpearl, ich brauche einen Enderman-Kopf, aber der droppt ja gar nichts, der Lump.
So, wo noch Mana? Ah. Extrem Jagd was. Die Dinger haben wir auch schon ein paar Mal. Komische Spitze hier. Ja, schon irgendwie da hin. Schnell. Nee. So, wie sieht das in meinem Bartglas? 3 brauche ich. 5 Mana Steel und eine Mana Perle. Ja, krieg ich hin. Zombie. Was ist los? Mana ist auch in Mache. Stimmt. Redstone. Oder Cola, was ist denn hier los? Immer der Hunger. Glaubst du, da müssen wir ja auch aussieben, oder? Ja. So. So, was wollen wir Kaffee machen? Kaffee ist wichtig. Aber irgendwie kriege ich es nicht hin, dass ich einen Kaffee mit Milch nachkriege. Ich weiß nicht, wie ich das Rezept umstellen kann. Also auf dem Feld drücken und dann zeigt mir die Rezepte an, aber ich kann sie nicht umstellen. Oh, das kann sein, dass ich da oben vielleicht den... Ah, ja, okay, ich weiß wie. Alles klar. Gut, was war jetzt das? Oh, ich bin aus dem Zaun. Aber dann ist jetzt auch noch ein Mana auffällig. Und ein Basiskondensator. So. Und noch Lust. 2 Mana-Diamanten, Summer Rune, okay. Das brauche ich die Summer Air und da brauche ich natürlich die Earth für. Okay. Gunpowder, Mana Steel wieder. So. Stone, Coal. Ach, wisch ich schon. Flott. Ja, egal. Wenn ich jetzt Pilze brauche, gebe ich mir die. Ich habe keine Ahnung, wie man. Ja, das ist hier ja, Pilze. Konsumiert nachhaltig Destillat, um Energie zu erzeugen. Ja. Das war das, wo ich schon mal gedacht habe, der macht Zombies, aber der macht ja nur Energie. Ja, der macht, genau. Der macht aus diesem Nutrient. Also irgendwas ein bisschen was. Heißt. Ja, genau. Im Endeffekt oh, da rüber sogar nachhaft das Destillat. Ja. Ich hab noch wieder zu essen. So, und dann brauche ich jetzt noch ein Stone. Stone habe ich. Und los. Infinite Water habe ich jetzt gerade. Brauch mal. Du warst doch. Dann hast du eine unendliche Wasserquelle, ist das. Infinite Water. Ja, von Magnetikkraft. Sag ich, das brauchen wir hier und Wasser.
Ja, vor allem, weil das Wasser ja auch verschwindet, ne? Wenn ich den jetzt da herhänge, den Zombie-Generator, haut er dann in automatischen Leitung rein, oder? Wenn der Strom produziert, ja. Ich krieg da das Ding nicht rein, die Kapseln für nahrhaftes Destillat. Ja, das geht glaube ich nur über einen Fluid Tank. Vielleicht haben wir noch irgendwo einen, ich weiß es nicht. Naja, aber ich habe hier das, die sind in Kapseln abgefüllt. Ja, die, der ist leer. Warte. Können wir den mal daneben? Oder da drüber? Oder was auch immer? Immer dahin wieder. Und mal dahin. So, wenn ich hab's rechts quasi, oder wie? Tu die mal vorsichtig. Ja, ist da reingegangen, geht doch. Okay, dann brauchst du die Tür, brauchst du theoretisch eine Flüssigkeitsleiter, um da reinzupumpen. Du hast nicht zufällig noch eine übrig, ja? Ne, in der Tasche habe ich keine. Ich werde jetzt auch erstmal die Folge, weil Folge ist Ende. Jo. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Guckt beim Schwaberum, Link wie immer in die Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.